Herzlich willkommen. Ich bin Tobias von Yoga Previ. Freue mich, dass du mir deine Zeit schenkst und mich in diesem Yoga-Video begleitest. Es ist eine Yoga-Klasse, die ich für dich zusammengestellt habe, die nicht nur, aber besonders auch für den Abend sehr angenehm ist. Denn ein großer Schritt dieser Yogastunde führt uns hin auf eine Reise zu uns selbst. Ja, vielleicht dann, wenn so ein langer Tag hinter dir liegt mit ganz vielen Eindrücken, mit Dingen, die da auf dich einwirkten, mit Dingen, die dich auch herausgefordert haben und du das Gefühl hast, ich möchte mal wieder einfach bei mir ankommen. Ja, ich möchte nicht nur physisch wieder zu Hause sein, sondern mich auch zu Hause fühlen. Ja, also im Raum, in dem ich bin, aber auch im Raum, in dem ich selbst sein darf. Auch in einem inneren Raum. Und diese Yoga-Praxis habe ich dafür konzipiert, um in diesen Weg, in diese Begegnung mit uns selbst wieder einzutauchen. Wir werden das immer wieder mit dem Bezug auf die Wahrnehmung machen, also uns Zeit zum Spüren schenken, Zeit zum Beobachten geben. Und wir werden besonders die Aufmerksamkeit in die Erfahrung zum Boden lenken. Also das ist der Boden unter uns, den nutzen wir als Fundament, als Basis dieser Yoga-Praxis. Im Hauptteil der Körperpraxis gibt es dann eine Balancehaltung, Virabhadrasana in der dritten Ausführung, also Heldenposition 3. Das ist eine Balance, die uns auch in dieses Thema hineinführt, in das Ankommen bei mir, im Verankern im Moment. Und im Anschluss nach der Yoga-Praxis möchte ich einfach mit dir nochmal einen Moment dem Atemraum schenken. Denn es ist auch eine wunderbare Erfahrung, wenn die Atmung uns zu uns selbst führt, uns in das innere Zuhause führt. Also, ich freue mich, dass du mich begleitest. Ich würde sagen, lass uns starten, die Matte ausrollen und dort begegnen. Für diese Yoga-Praxis selber brauchst du keine besonderen Hilfsmittel. Es reicht, eine gute Yogamatte zu finden, die dir eine Basis gibt und die einigermaßen rutschfest und doch zugleich angenehm weich ist. Und sinnvoll ist auch ein gutes, dickes Yogakissen, sodass wir dann einen Teil auch bequem im Sitz verbringen können. Da wir mit Balance arbeiten, brauchst du auch etwas Platz um dich rum. Und wenn du all das für dich eingerichtet hast, dann möchte ich mit dir erstmal ankommen, ja, erstmal im Sitz starten und bitte dich an, für dich angenehmen Sitz einzurichten. Ein guter yogischer Sitz, der definiert sich nicht nur über die äußere Form. Ja, also das kann jede Sitzposition sein, sogar auf einer Unterlage, sogar auf dem Stuhl, je nachdem, wie du es als bequem jetzt empfindest. Ich finde persönlich, dass eine Qualität im Sitz wichtiger ist als die äußere Form. Und die Qualitäten, die der yogische Sitz uns schenken darf, sind zum einen die Erfahrung von Ruhe und zum anderen die Erfahrung von Leichtigkeit oder Freiheit. Lass uns probieren, das in den Sitz hier am Anfang der Yoga-Praxis einzubauen. Wenn du dich erstmal in der Form eingerichtet hast, dann gerne die Augen mal schließen. Und dann leg die rechte Hand in die linke und stell dir vor, du formst damit eine Schale, in der du deine Aufmerksamkeit und deine Sinne bündelst. Und wenn du die Augen schließt, dann schließ sie ohne große Spannung, ohne großen Anspruch oder Anstrengung. Lass sie einfach die Augenlider ganz sanft sich schließen und lass so eine gefüllte Entspannung mal um die Augen herum sich ausbreiten. Zwischen den Augen, auch in die Stirn, lass sie glatt werden, auch Richtung Schläfen, Richtung Kiefergelenke. Dann stell dir vor, deine gesamten Gesichtszüge dürfen so ein bisschen sanfter werden. Und dann bring nochmal die Aufmerksamkeit auch mit geschlossenen Augen in den Raum, der dich umgibt. Spür ihn nochmal. Nimm auch nochmal die Orientierung wahr, wie du dich jetzt im Raum befindest. Und dann bring die Aufmerksamkeit etwas mehr zu dir, in deine Haut. Deine Haut ist die äußerste Hülle deines Körpers, die dich physisch von der Umwelt abgrenzt. Und stell dir vor, dass deine Haut ein bisschen entspannter werden dürfte, ein bisschen glatter werden könnte. Und dann lass ein Gefühl der Entspannung durch die Haut in die Muskulatur fließen. Ja, da steckt viel vom Alltag noch drin an Anspannung und Anstrengung. All das, was du vielleicht jetzt gar nicht brauchst, um hier zu sitzen. Stell dir vor, du gibst das einfach an den Boden ab. Ja, Dinge auch mal abgeben, ist eine sehr wichtige Erfahrung.
Dinge, die du nicht brauchst, auch mal loslassen. Wie beispielsweise eine körperliche Spannung. Lass sie über das Becken in die Unterlage, in den Boden sinken. Und dann fokussiere dich auf diese Berührung, die dein Becken im Moment mit der Sitzunterlage hat. Und erlaub dem Becken da noch ein bisschen tiefer hineinzusinken. Und stell dir vor, der Boden unter dir ist ein Fundament, der gibt dir Halt, er schenkt dir ein Gefühl des Ankommens. Ankommen, das ist was Physisches, ja, wirklich den Bodenkontakt spüren, den Halt der Erde wahrnehmen, dich von ihr tragen lassen. Und hier findet sich diese erste yogische Sitzqualität, Ruhe und Stabilität. Ja, finde diesen Anker nach unten. Egal, was um dich herum geschah oder geschieht oder noch geschehen wird, immer ist der Boden da, der dich trägt, der dir einen Anker gibt für das Hier und Jetzt. Und dann lass von hier diese zweite yogische Qualität entstehen, ein Gefühl der Leichtigkeit und Freiheit in der Begegnung in dir und im Aufrichten in die Welt. Ja, nach oben leicht werden, frei werden, weil du nach unten diesen Bodenanker gesetzt hast. Die Atmung steht dir dabei an der Seite, ja, sie unterstützt dich. Wenn du ausatmest, dann gib nochmal dieses Gefühl des Verankerns zum Boden. Dann lass das Ausatmen nach unten fließen, in die Erde. Wie ein Fundament, das sich ausbreitet um dich herum, das du mit dem Ausatmen nährst. Und mit dem Einatmen schenkt dir diese innere Leichtigkeit, diese Freiheit nach oben. Also auch der Brustkorb, der wird leicht und schwebt hoch, so dass der innere Raum sich streckt und du dich aufrichtest. Einatmen, nach oben streben, frei werden. Ausatmen, nach unten verankern, Stabilität und Halt finden. Bitte dich einmal tiefer einzuatmen nach oben und tief nach unten wieder ausatmen. Nochmal tief und bewusst einatmen nach oben, tief nach unten ausatmen. Und dann lass den Atem frei fließen und öffne langsam wieder die Augen, werd wieder präsent in dem Raum, in dem du jetzt bist. Namaste. Ich möchte mit dir hier in die Yoga-Praxis starten. Wir beginnen erstmal mit einem Bewegungsfluss, uns vorzubereiten, um die Gelenke zu aktivieren, um die Muskulatur zu strecken. Besonders heute die Beinrückseite und Körperrückseite wird ein Fokus sein. Zwischendurch gehen wir auch mal etwas in die Kraft und Stabilität der Rumpfmuskulatur und bauen das dann alles hin zu einer Balancehaltung im Stehen aus. Lass uns erstmal ganz geerdet im Vierfüßler treffen. Und dann beginne hier eine Körperreise für dich selbst. Ja, überall dahin, wo das jetzt gut tut, kannst du dich hineinräkeln in deinen Körper. Ja, du hast ihn als Werkzeug heute eingesetzt, du hast ihn benutzt und so wie du ihn verwendet hast, so geht's ihm jetzt. Ja, so hat er auch Bedürfnisse und die kannst du ihm einfach mit diesen freien, räkelnden Bewegungen jetzt schenken. Bewegungswünsche, Bewegungsideen. Okay, dann komm im langen Rücken wieder an, stell den rechten Fuß auf und schieb den nach hinten weg, so dein rechtes Bein wird lang. Jetzt schiebst du dich über die rechte Ferse nach hinten und dann kannst du so eine Zugspannung so in der Beinrückseite wahrnehmen, vielleicht in der Wade oder Kniekehle oder Oberschenkelrückseite. Die rechte Ferse gegen so einen Widerstand wegdrücken nach hinten und dann speichere dir dieses Dehngefühl. Und schau, was sich verändert, wenn du jetzt nach hinten federst mit der Ferse. Also ganz, ganz spritzig federn. Ja. Das verändert die Dehnung. Das ist nicht mehr der Muskelbauch, der sich jetzt dehnt. Das ist die Umhüllung, also die Faszienstruktur des Muskels. Wie so ein Strumpf kannst du dir das vorstellen. Und diese Hülle, dieser Strumpf speichert Elastizität. Okay, dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler, den linken Fuß aufstellen, nach hinten wegschieben und erstmal ganz, ganz in Ruhe die Ferse gegen so einen Widerstand nach hinten wegdrücken, so richtig weit wegschieben über die Ferse. Dann beobachten, wie die Dehnung sich anfühlt in der Beinrückseite. Und was jetzt sich verändert, wenn du diesen Federimpuls da reinsetzt. Ja, ist ein bisschen anders. Das sind wieder die Hüllen der Muskulatur, also die bindegewebsartigen Faszienstrukturen, die wir hier mobilisieren.
die einfach die Spannkraft des Körpers speichern. Gut, dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Bitte dich mal einen Moment in die Kindsposition einzutauchen. Du kannst ja gerne die Knie ein bisschen nach außen öffnen, dich ganz sanft nach hinten sinken lassen mit dem Gesäß, mal so ganz sanft Richtung Ferse schieben. Leg dich behutsam auf die Oberschenkel, lass mal die Stirn Richtung Yogamatte sinken und lass die Hände vorn, vor dir. Das ist eine sehr schöne geborgene Haltung, diese Position des Kindes. Wir sind ganz geerdet, ganz bodennah, aber auch ganz bei uns selbst verankert. Und genau dieses Gefühl, diese Nähe schenkt uns auch so eine Verbindung zu uns und zur Erde. Das ist dieser Moment, in dem wir einfach jetzt sein dürfen, so wie wir sind. Schieb nochmal dein Gesäß ein Stück zurück. Dann krabbel mit den Fingern nach vorn und schenk dir mehr Länge in den Körperseiten. So zieh dich ganz bewusst auseinander. Krabbel ein bisschen weiter nach vorn. Lass die Finger aufgefächert. Bring die Fingergrundgelenke, auch die des Zeigefingers jeweils, in die Yogamatte. Und komm mit einem Rundrücken nach oben in den Katzenbuckel. Die Knie wieder zueinander unter die Hüfte bringen. Dann in den Pferderücken fließen. Jetzt zum abwärtsschauenden Hund. Stell die Füße auf, schieb dich nach hinten hoch. Und dann streck dich lang aus nach hinten. Und dann senk die Knie wieder zurück in den Katzenbuckel. Gleite in den Pferderücken hinein und in das Kind. Und nochmal mit dem Einatmen ganz behutsam nach oben, der Katzenbuckel, Pferderücken. Mit dem Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund hochstrecken. Mit dem Einatmen wieder zurückkommen in den Katzenbuckel, in den Pferderücken fließen. Ausatmen, in das Kind eintauchen. Mal einatmen, wieder nach oben kommen, Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Dann bleib hier oben und schenk dir in diesem Asana ganz freie Bewegungen. Ja, so gut geht's, wenn du die Füße einfach nutzt, um dazu laufen, also mal ein Knie beugen, mal das andere strecken. Du kannst aber noch mehr machen, mit dem Kopf locker baumeln lassen. Gut, und dann beug die Knie bitte sanft an, schieb dein Becken nach hinten hoch, also streck dich ganz lang in den Flanken aus. Jetzt mal nur die rechte Ferse nach hinten runterschieben. Ja, einen Moment hier bleiben, sodass du die Beinrückseite in der Dehnung wahrnehmen kannst. Und diese Dehnung spüren. Und wieder auflösen, Knie beugen, mal linke Ferse nach hinten runterdrücken Richtung Boden. Egal, ob sie ankommt oder nicht. Ja, die Dehnung der Beinrückseite erfahren. Ja, und nochmal nach rechts wechseln, rechte Ferse nach hinten runter. Und jetzt nach hinten runter federn die Ferse. Ja, mal hier aus die Dehnung wahrnehmen. Diesen Längeimpuls. Nochmal die andere Seite, linke Ferse, nochmal nach hinten runter federn. Oh, sehr schön, jetzt hier beide Fersen bitte hoch, streck die Beine ganz lang, schieb die Innenseiten der Oberschenkel dafür nach hinten weg. Ganz lange Beine, jetzt schieb dein Becken nach hinten hoch, lass die Fersen wieder zurücksinken Richtung Yogamatte, aber die Beine gestreckt lassen und nochmal Becken nach hinten rausschieben, Hände in den Boden reindrücken. Ausatmen, zieh dich ganz lang, ganz in der Rückseite strecken. Einatmen, schwing dich nach vorne, den Liegestütz. Ausatmen, schieb dich zurück in den Hund. Machen wir nochmal einatmen nach vorne in den Liegestütz gleiten. Ausatmen, zurückschieben in den Hund. Letzte Runde, einatmen nach vorne in den Liegestütz. Mit dem Ausatmen bring die Knie zur Erde, leg dein Brustbein vor dir ab. Lass dein Becken ausgleiten, uns gern mal so ein bisschen ausschütteln. Und in der Zeit, wenn das Becken wieder zur Ruhe kommt, kannst du die Schultern nach hinten kreisen lassen. Das schöne weiche Kreise. Gut, lass die Schulter beim nächsten Mal hinten. Die Handposition kann Handgelenk sanft unter den Schultergelenken sein oder ein Stück weiter zurück unter den Ellenbogen. Die Schultern wieder zurückziehen, Hände so ein bisschen nach hinten schleifen lassen, sodass du sanft nach vorn rutschst auf der Matte, dein Brustbein heben kannst, dich hoch in die Cobra rollst. Die Rückseite wahrnehmen, einatmen, ein bisschen höher schieben, ausatmen, wieder tiefer sinken Richtung Yogamatte. Einatmen, nach vorn hochrollen, die Rückseite in der Kraft wahrnehmen, ausatmen, wieder sanfter zurücklegen. Nochmal einatmen, roll dich nach vorn hoch in die Cobra, bleib hier oben und so Blick schräg nach vorn, Nacken eher durchlässig als zu fest. Steiß schiebt nach hinten Richtung Fersen, der Unterrücken darf ein bisschen länger werden. Und jetzt heb bitte die Hände so ein kleines Stück von der Yogamatte ab. Nimm mal die Spannkraft in der Rückseite wahr. Atme weiter. Wenn das sehr aktiv ist, dann setz die Fingerkuppen auf der Yogamatte auf. Da kannst du dich ein bisschen höher drehen, höher aufschrauben. Und dann legst du die Hände flach wieder zurück, kommst mal ein bisschen tiefer, atmest aus. Einatmen, nochmal Schultern zurückziehen, Brustbein heben. Ausatmen, die Hände in die Yogamatte reinschieben, in den Vierfüßler kommen und zurück in den abwärtsschauenden Hund hochschieben. Einatmen in den Katzenbuckel,
in den Pferderücken. Ausatmen in das Kind, in den Bodenkontakt, in die Verbindung zu dir selbst. Einatmen hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen in den Liegestütz gleiten. Ausatmen zur Erde fließen. Einatmen in die Rückbeuge, die Kobra, Steiß zurück, Schultern zurückrollen, Brustbein heben, ausatmen, zurückdrücken in den abwärts schauenden Hund. Hier bitte nochmal auf der Stelle ganz angenehm laufen, Spannungen loslassen aus dem Körper und dann schau Richtung Hände, wander mit den Füßen hier hin. Also schöne, bequeme Schritte machen, in eine Vorbeuge eintauchen. Du kannst ja gerne die Knie mehr beugen, das hilft dem Oberkörper, im Rücken sanfter zu werden. Entweder genießt du einen Moment der Ruhe in dieser Vorbeuge, wenn sie sehr anspruchsvoll ist, wenn es also drückt im Kopf und in den Augen, dann stützt dich auf die Oberschenkel auf mit den Oberarmen oder Unterarmen. Und im Gegensatz dazu, wenn du Vorbeugen wirklich sehr gerne magst, dann kannst du auch mal so ein bisschen schwingen, ein bisschen federn in dieser Vorbeuge. Ja. Zwei Erfahrungen macht der Körper. Die Füße drücken in den Boden, die Beinrückseiten sind aktiv. Die Beine sind eine Stütze und der Oberkörper kann umso gelassener in die Bewegung schwingen oder nach unten schmelzen. Gut, jetzt stütz dich in die halbe Vorbeuge, bring die Hände nach vorn, von vorn gegen die Schienbeine, zieh den Rücken nach vorn, mach lange Flanken, so ganz lang nach vorn strecken mit dem Brustbein und wieder zurückleiten in die ganze Vorbeuge nach unten. Und mal einatmen in die halbe Vorbeuge ziehen, die Länge in der Rückseite wahrnehmen, ausatmen in die ganze Vorbeuge entspannen. Jetzt stützt du im Einatmen die Hände auf die Oberschenkel, kommst in eine Hocke, atmest hier weiter und suchst so schöne Bewegungen aus, die jetzt ein Wohlgefühl für dich sind. Und dann komm in der Hocke wieder an, heb die Arme nach oben bitte und mit ganz viel Aufmerksamkeit auf den Bodenkontakt, also auf die Füße, drückst du die Füße in den Boden und ziehst dich dadurch langsam in den Stand hoch. Ja, du ziehst dich hoch, weil du den Boden wegdrückst. Beim Einatmen ganz lang werden die Fingerspitzen hochstreben lassen, im Ausatmen die Hände vor das Herz bringen. Einatmen, Knie anbeugen, hier eintauchen Richtung Knie, über Form wieder hoch den Boden wegdrücken, ausatmen in die Vorbeuge hinein. Schmelzen, nach unten, die Schultern entspannen, den Nacken loslassen, einatmen in die halbe Vorbeuge ziehen, die Hände gegen die Schienbeine drücken, ausatmen in die ganze Vorbeuge zurückschmelzen. Erstmal den rechten Fuß, einen Ausfallschritt nach hinten im Einatmen, ausatmen, linker Fuß nach hinten, der abwärts schauende Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, in den Pferderücken, ausatmen in das Kind und zur Erde wieder verankern. Einatmen von dort hochgehen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, streck dich nach hinten raus, lass die Fersen ein bisschen tiefer sinken. Einatmen, gleite in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Kobra aufrollen. Ausatmen, zurückschwingen zum abwärts schauenden Hund. Jetzt drückst du die rechte Hand in den Boden, hebst im Einatmen dein rechtes Bein nach hinten hoch und schwingst den Fuß ausatmen zu den Händen. Wir bleiben einen kleinen Moment. Ich bitte dich einmal, das linke Knie erstmal zum Boden zu bringen und den Blick zum rechten Fuß zu bringen, hier die Zehen zu heben im rechten Fuß. Ja. Das kannst du sehr schön beobachten, dass das Innengewölbe des Fußes sich aufrichtet, also der Innenknöchel sich sanft hochzieht. Sehr schön. Ja, und das ist genau die gesündeste Ausrichtung des Fußes. Zum einen braucht der Fuß das Gewölbe, um federnd das Gewicht zum Boden abzugeben, wenn wir gehen. Zum anderen sorgt das Fußgewölbe so, dass der Fuß nicht platt wird. Und das wiederum sorgt dafür, dass, wenn ein platter Fuß entsteht, die Knie auf die Innenmenisken drücken. Also das ist eher nicht gesund für die Knie, deswegen ist ein aufgerichtetes Fußgewölbe so wichtig. Lass das so, wie es ist. Und bring die rechte Hand nach innen und du kannst hier gerne die rechten Zehen sanft wieder absetzen. Geh mal so eine kleine Dehnung der Beinmuskulatur, das rechte Knie einfach beugen, sodass dein Becken nach vorn runtersinken kann. Ja, lass da mal so kleine Bewegungen entstehen, um da zu spüren, wo jetzt die Beinmuskulatur so eine Zugspannung, so eine Dehnung erfahren kann. Ja, finde die mit der Bewegung. Okay, dann lass die Bewegung zur Ruhe kommen. Gib nochmal Gewicht mit dem Becken ab. Lass es sich erden, dein Becken. Den hinteren Fuß lässt du aufgestellt. Und jetzt hebst du ganz in Ruhe das linke Bein
und streckst es. Also linkes Knie heben, linkes Bein streckt sich, die Innenseite des linken Oberschenkels ziehst du hoch und dann lässt du wieder dein Becken nach unten sinken. Mal wahrnehmen, wo dehnt sich jetzt die Muskulatur deines Körpers? Wenn du mehr machen möchtest, dann zieh die Ellenbogen etwas nach außen und lass den Oberkörper tiefer nach unten schmelzen. Beobachten, was geschieht. Wo entsteht Länge? Wo wirst du zu fest, was du im Moment vielleicht nicht brauchst? Dann wird da wieder sanfter. Und wie erfährst du deinen Atem jetzt? Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann zieh dein Becken deutlich höher. Wenn du ausatmest, dann schleif den linken Fuß nach vorn zum rechten. In eine Vorbeuge tauchst du ein. Einatmen, die Arme ausbreiten, die Beinmuskeln hochziehen und die Füße nach unten drücken. Streck dich hoch in den Stand. Ausatmen, bring die Hände zurück zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn hoch, den Boden wegschieben nach unten. Ausatmen, zum Boden verneigen, in diese Vorbeuge, in diese Hingabe vor dir und vor der Erde. Einatmen, die halbe Vorbeuge lang werden, auch die Beine ein bisschen mehr strecken. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, lass dich wieder hineinschmelzen zur Erde. Linken Fuß, einatmen, weit zurück. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm wieder hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz fließen. Ausatmen zur Erde ankommen. Einatmen in die Kobra aufrollen, Schultern und Steiß schieben zurück. Brustbein ziehst du nach vorn hoch. Ausatmen, schwing dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Linke Hand in den Boden drücken, einatmen, linkes Bein heben, die Ferse weit wegschieben, ausatmen, den linken Fuß nach vorn zu den Händen schwingen. Auch hier erstmal das rechte Knie absetzen. Und die linke Hand mit nach innen bringen. Den linken Fuß kann so ein bisschen nach außen krabbeln. Jetzt bring den Blick neugierig zum linken Fuß. Ja, der ist immer so weit weg, der Fuß. Wir sind da im Alltag auf ganz andere Sachen, aber selten auf den Bodenkontakt fokussiert. Deswegen machen wir das jetzt. Also mal den linken Fuß anschauen, Innengewölbe betrachten und die linken Zehen hochheben. Jetzt hast du so eine schöne, aufgerichtete Gewölbestruktur im Innenfuß. Ja, und das ist wichtig für die Gesundheit des Fußgelenks, also Sprunggelenks, auch des Kniegelenks und des Hüftgelenks. Ja, viele Beschwerden, die wir in den Gelenken haben, können, müssen nicht, aber können auch aus der Fußstellung heraus resultieren. Und ein aufgerichtetes Fußgewölbe ist für den Fuß einfach die gesündeste Form und für die Gelenke auch. So, bleib so aufgerichtet, heb den Innenknöchel sanft an und dann senk die Zehen sanft wieder zurück. Jetzt beugst du dein linkes Knie, lässt dich ein bisschen mit dem Becken ein bisschen tiefer nach vorn runterschmelzen. Und mach so kleine Bewegungen, vielleicht nach rechts, links oder achtend oder was anderes, um neugierig jetzt Bereiche in der Beinmuskulatur zu suchen, die so eine kleine Zugerfahrung machen dürfen, so ein bisschen ziehen. Ja. Wo kannst du das für dich finden? Und dann komm erstmal in der Mitte wieder an und streck dein rechtes Bein langsam. Also die Innenseite des Oberschenkels ziehst du hoch, dein rechtes Knie streckt sich. Jetzt lass wieder dein Becken ein bisschen tiefer sinken. Erlaub, dass es Gewicht zum Boden abgeben darf. Wenn du mehr möchtest, dann wende mit den Händen ein bisschen nach vorn, zieh die Ellenbogen nach außen und sink mit dem Oberkörper auch an der Innenseite des linken Beins entlang Richtung Erde. Na, übertreib nichts. Komm immer mit dem Gefühl an, dass du auch mal Dinge abgeben kannst, dass du wirklich dich erdest. Nimm den Atem wahr. Mit dem Einatmen zieh dein Becken ein bisschen höher. Mit dem Ausatmen schleif den rechten Fuß nach vorn, komm in die Vorbeuge. Wir gehen nach oben. Einatmen, roll dich hoch, drück den Boden weg, zieh die Beinmuskeln hoch zum Becken. Ausatmen, bring die Hände vor deinem Herz zueinander. Einatmen, tauch ein Richtung Knie, über vorn wieder nach oben aufrichten. Ausatmen, zur Erde verneigen, mit ganz viel Hingabe und Vertrauen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, die Beine ein bisschen mehr strecken, wenn das möglich ist. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge zurückfließen. Jetzt den rechten Fuß im Einatmen wieder einen großen Schritt zurück.
Ausatmen Sie den linken Fuß nach in den Hund. Einatmen, kommen in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen in das Kind. Einatmen wieder hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Streck dich nach hinten hoch, lass die Fersen tiefer sinken. Einatmen, gleite in den Liegestütz. Bleib einen Moment hier, streck die Rückseite, schieb die Fersen deutlich zurück, zieh gleichzeitig den Scheitel nach vorn. Jetzt drück die Hände kraftvoll in den Boden, sodass du zwischen den Schultern dich aufspannst. Atme, nimm die Körperspannung wahr. Heb dein rechtes Bein an. Beobachte, was sich verändert zwischen rechts und links. Einmal einatmen, ausatmen, leg dich langsam ab. Du kannst das rechte Bein gehoben lassen oder ablegen für die Kobra, wenn du einatmest. Und den abwärts schauenden Hund, wenn du wieder ausatmest, zieh dich nach hinten hoch, heb dein rechtes Bein weit hoch. Stell dir an der Ferse so einen Widerstand vor, den du ganz weit wegdrückst. Mal ausatmen, lang werden, einatmen, den rechten Fuß nach vorn zu den Händen schwingen. Voilà, nochmal die Zehen im rechten Fuß heben, Innengewölbe aufrichten. Bring Gewicht sowohl auf die Außenferse, also hinten außen, als auch vorn innen auf dem Großzehenballen und drück diese Flächen bewusst in den Boden. So deutlich, so kraftvoll dich erden, dass du die Arme nach vorn bringen kannst. Bleib jetzt nah am Oberschenkel. Ja, versuch dich hier auszubalancieren. Einatmen, zieh die Füße ein bisschen aufeinander zu. Spür die Kraft, die du hoch zum Becken ziehst. Ausatmen, schieb die Füße wieder so ein Stück voneinander weg. Die Matte faltest du in die Länge. Einatmen, du ziehst die Matte zueinander. Ausatmen, du schiebst sie zwischen den Füßen auseinander. Einatmen, richte dich auf, zieh die Füße aufeinander zu, richte dich auf in den ersten Held. Ausatmen, lass dein Becken ein bisschen tiefer sinken. Atme, mein hinteres Knie leicht anbeugen, steiß nach unten schieben, Beckenboden schließen, dann das hintere Bein, wenn du magst, wieder ein bisschen mehr strecken, also die Innenseite des Oberschenkels hochziehen. Und jetzt finde nach unten vom Becken in die Beine, in die Füße, diesen Anker, diesen Bodenkontakt, da sein, ja, nach unten ganz viel Kraft aufbauen und nach oben in den Flanken leicht werden. Lass den Brustkorb aufsteigen. Einatmen, nach oben leicht werden, frei werden, nach unten ausatmen, Halt finden. Gut, mal ganz in Ruhe durchatmen. Gleich gehen wir in die Balance, also setz dir auch mal so einen Blickanker schräg vor dir, so ein paar Meter vor dir am Boden vielleicht. Mal einatmen, aufsteigen mit dem Oberkörper, ausatmen, komm wieder nah an den Oberschenkel. So, jetzt ganz in Ruhe die Arme ausbreiten, nochmal so einen Blickanker vor dir setzen. Jetzt den hinteren Fuß ziehst du so ein Stück ran. Ja, jetzt kann der rechte Fuß mehr Gewicht in den Boden bringen. Bitte dich nochmal die rechten Zehen zu heben. Es ist Fußgewölbe aktiv. Versuche so zu lassen. Und dann zieh dich noch weiter vor. Und jetzt drück den rechten Fuß, drückst du den Boden nach unten ganz kraftvoll. Hebst dein hinteres Bein ab und streckst dein rechtes Bein langsam. Ja, mal ganz langsam in die Länge kommen. Und ausatmen, strecken, strecken, die hintere Ferse wegschieben. Einatmen und ausatmen und dich verankern. Hintere Ferse weg, Beckenboden schließen, Bauchnabel einsaugen, die Flanken lang, die Arme ausbreiten. Mal tiefen Einatemzug, ausatmen, also ganz im Vertrauen, nach hinten, Ausfallschritt zurück. Einatmen, die Arme heben, sicher landen und wieder aufrichten. Ausatmen, die Hände wieder zurück zum Boden. Sehr schön, Schritt zurück in den Hund und mal einen Moment durchatmen. Ja, gerne die Beine ausschütteln, Spannung loslassen. Einfach mal atmen. Komm im Moment an, nach dieser Aktion, nach dieser Akrobatik. Ja, erde dich wieder bei dir selbst. Nimm den Atem im Rücken wahr. Einatmen in den Liegestütz. Hier atmen, nochmal verweilen. Spannung aufbauen, Fersen wegschieben, Scheitel nach vorn ziehen. Jetzt im Ausatmen das linke Bein heben. Einatmen, nochmal strecken, ausatmen, zum Boden kommen. Du kannst das Bein gehoben lassen, wenn du einatmest in die Kobra und dich im Ausatmen zurückschiebst in den abwärts schauenden Hund. So, heb dein linkes Bein nach hinten hoch und stell dir so eine Ferse mit einem Widerstand vor, den du wegdrückst. Die linke Seite ganz lang, linke Hand in den Boden. Einatmen, das Bein höher ziehen, ausatmen, den Fuß nach vorn schwingen.
Gut. Nochmal durchatmen, die linken Zehen alle hochziehen, das Fußgewölbe aufrichten, gleichzeitig den Außenknöchel in den Boden drücken und von innen den Großzehenballen gut erden. Das ist der Anker, den du hier setzt mit dem linken Fuß. Du kannst probieren, die linken Zehen gehoben zu lassen. Das wäre für das Gewölbe und für die Knie, für das Knie die optimalere Form. Ja. Gut, den Fuß in den Boden reindrücken, so viel drücken, dass du die Arme nach vorn heben kannst. Bleib nah am Oberschenkel. Mal einatmen, zieh dich auseinander. Ausatmen, bau Körperspannung auf, schieb die Füße aufeinander zu. Einatmen, die Matte dehnen. Ausatmen, die Füße zusammenziehen. Mit dem nächsten Einatmen jetzt nach oben kommen, den Boden wegdrücken. Ausatmen, dein Becken nach unten sinken lassen. Hier durchatmen, linkes Bein gebeugt, Knie zeigt nach vorn, rechtes Bein auch mal beugen bitte, steiß nach unten schieben, Beckenboden schließen und jetzt die Innenseite des rechten Oberschenkels hochziehen. Also rechtes Bein wird wieder ein bisschen länger, während der Steiß nach unten schiebt. Alles vom Becken durch die Beine, durch die Füße nach unten erdet dich, setzt dir einen Anker und weil du den hast, kannst du leicht werden, kannst du aufstreben nach oben, die Arme heben, den Oberkörper nach oben leicht machen. Ausatmen, immer wieder den Bodenanker setzen. Einatmen, immer wieder aufstreben. Gut, auch hier mal so vor dir, schräg vor dir einen Blickpunkt aussuchen, dich sammeln, ankommen. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, mit dem nächsten Ausatmen, komm nach vorn Richtung Oberschenkel, breite die Arme aus, atme. Finde einen guten Bodenanker, auch mit dem Blick, nochmal mit dem linken Fuß sowieso. Jetzt den rechten Fuß ein bisschen ranholen, ja, nur ein klein bisschen. Und wir geben mehr Gewicht auf den linken Fuß, aber ganz konzentriert, ganz bei dir selbst, langsam hier hochsteigen, rechtes Bein heben. Das linke Bein strecken, muss nicht durchgestreckt sein. Atme. Mit dem Einatemimpuls streck dich in die Länge. Mit dem Ausatemimpuls zieh die Körperspannung in den Rumpf, von den Beinen in das Becken, von den Armen in die Schultern. Einatmen, von dort wieder lang werden. Atmen, da sein. Und so ganz vertraut, mit ganz viel Ruhe, ein großer Ausfallschritt zurück. Erde dich, ja, komm an, einatmen, streb nach oben, wachs aus dir heraus, ausatmen, bring die Hände zurück zum Boden, schwing dich zurück, abwärts schauender Hund, so mal ganz in Ruhe durchatmen, die Beine ausschütteln, dich mobil machen. Gut, lass uns landen, tief durchatmen. Einatmen in den hohen Liegestütz. Ausatmen zur Erde, Knie, Brustbein und Becken ablegen. Einatmen in die Cobra rollen. Ausatmen, zurückschieben in den abwärts schauenden Hund. Wir gehen wieder in die Bewegung. Einatmen der Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen zurück, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen das Kind. Mach das noch einen Moment für dich weiter, du kannst auch einen anderen Rhythmus finden. Schön wird's dann, wenn du Atmen und Bewegen vereinst. Beides trägt dich durch diese Bewegungssequenz hindurch. Mach diese Runde noch einmal zu Ende, bitte, sodass wir uns beim nächsten Mal in der Position des Kindes begegnen können. Wir machen hier eine kleine Ankommenspause. Du kannst gerne die Knie wieder nach außen versetzen, die großen Zehen zueinander bringen, dann Becken nach hinten reinsinken lassen Richtung Gesäß, die Stirn Richtung Yogamatte kuscheln, die Hände vorn lassen oder unter die Stirn bringen. Mach es dir einen Moment gemütlich, bitte. Und komm an. Das ist was Körperliches. Ja? Du bist bei dir gerade ganz kompakt, ganz nah am Boden im Vergleich zu vorhin.
Komm auch mit den Sinnen wieder an. Komm in diesen Augenblick zurück, nicht mehr in dem, was eben noch war, nicht in dem, was noch sein wird, sondern sei bei dir, ganz in diesem Augenblick, in diesem Moment, in dem du jetzt hier verweilst. Nimm dich wahr. Und lass ein Gefühl der Geborgenheit um dich herum entstehen. Und atme dich in dieses Gefühl der Geborgenheit. Dasein. Und in dieser Begegnung zu dir selbst bitte ich dich, die Hände in die Nähe der Knie auf die Yogamatte aufzustutzen, da so einen kleinen Druck nach unten zu bringen, sodass du dich nach oben rollen kannst. Und dann lass uns im Sitz weitermachen, also ein bisschen geankerter am Boden. Gut, dann bring die Beine bitte nach vorn und schüttel sie erstmal aus, so ganz, ganz locker einfach, sodass die Beine, die dich eben noch trugen, so eine schöne, bequeme, entspannte, mobil machende Bewegung finden dürfen. Gut, jetzt legst du dein linkes Bein lang ab, schiebst die Ferse gegen so einen kleinen Widerstand wieder weg, stellst den rechten Fuß vor dir auf und dann setzt einfach den rechten Fuß nicht ganz eng an das linke Bein, sondern eher so ein bisschen mehr nach rechts an den Mattenrand. Gut, stütz dich mit der linken Hand hinter dir auf. Du kannst auf die Fingerkuppen wechseln oder die Hand flach zum Boden bringen. Die Fingerkuppen würden dir helfen, um dich in der Länge mehr aufzurichten. Bring jetzt den rechten Arm an die Innenseite des rechten Knies, den Arm angewinkelt, Fingerspitzen zum Himmel. Jetzt drückst du mit dem Arm und dem Knie so ein bisschen aneinander, sodass da so ein Widerstand entsteht. Und an diesem Widerstand, an diesem Fixpunkt, drehst du dich jetzt nach links auf. Okay, dann atme erstmal aus, lass dein Becken sich nach unten setzen. Ja, ausatmen, immer so ein bisschen sanfter werden im Geschehen. Und mit dem Ausatmen kannst du gleichzeitig in die Drehung schmelzen. Und dann das Einatmen daraus entfalten und dich aufrichten. Ja, mit dem Ausatmen weich in der Drehung werden, das Becken erden. Mit dem Einatmen von dort nach oben aufrichten, in die Größe, in die Leichtigkeit. Nutze jetzt also mehr und mehr die Atmung als Anker deiner Yoga-Praxis. Gut, dann drehe dich erstmal wieder zurück nach vorn. Die Hände mal kurz wieder zur Seite auflösen. Jetzt den rechten Fuß ein Stück näher zum linken Bein nach innen versetzen. Jetzt bringst du den linken Arm um das aufgestellte rechte Knie herum, stützt die rechte Hand gerne auf den Fingerkuppen nochmal hinter dir auf, lass dein Becken nach unten sinken, atme aus, fließ in die Drehung nach rechts in die Gegenrichtung. Atme ein, richte dich aus dir heraus auf in die Welt. Und dann nimm dir einen Moment Zeit und lausch dem Atem. Ja, und erlaub dem Rücken im Ausatmen sanft zu werden, dein Becken nach unten zu erden, in den Bodenkontakt. Und erlaub dir im Einatmen auch die Flanken lang werden zu lassen. Gut, dann löst wieder nach vorne auf. Lass dein rechtes Bein ausgleiten. Und den linken Fuß aufstellen. Erstmal so ein bisschen nach außen Richtung Mattenrand. Also ein bisschen breiter aufstellen. Rechtes Bein lässt du lang und du schiebst die rechte Ferse gegen so einen gedachten Widerstand von dir weg. Also so dieses Gefühl, du verlängerst dich über die Ferse von dir weg. Jetzt bringst du den linken Ellenbogen an die Innenseite deines linken Knies, drückst du so ein bisschen ran mit Ellenbogen und Knie, stützt die rechte Hand hinter dir auf, vielleicht auf die Fingerkuppen und lässt nochmal dein Becken nach unten sinken, um dich dann ein bisschen aufzurichten, nur ein bisschen, so eine innere Größe. Ja, jetzt ausatmend, dreh dich nach rechts hinweg, werd sanft im Drehen und einatmend etwas mehr aufrichten.
Und das immer wieder neu im Ausatmen, Becken erden. Im Einatmen von dort aufrichten. So, als würde jedes Mal, wenn du atmest, dieser innere Abstand zwischen Becken und Brustkorb sich vergrößern. Atmen, um da zu sein. Und dann löst wieder nach vorn auf. Bring den Fuß jetzt deutlich näher zum rechten Bein. Jetzt den rechten Arm um das linke aufgestellte Bein herum. Den linken Arm hinter dir aufstützen. Vielleicht auf die Fingerkuppen wieder. Mal Becken erden. Und in dir sanft wachsen. Nicht maximal, nur so eine angenehme, sanfte Länge. Atme aus, fließ nach links. Atme ein, richte dich auf. Und das immer wieder neu. Ja, nutz den Atem als Wegbereiter zu dir selbst. Und dann komm wieder zurück nach vorn. Lege dein linkes Bein ab, schieb die Ferse von dir weg, stell den rechten Fuß auf. Und jetzt bringst du dein rechtes Knie behutsam nach außen, nach rechts. Ja, du kannst da gern was unter das Knie legen, wenn das Knie sanfter werden dürfte. So linker Oberschenkel kann so ein bisschen einwärts drehen, die Gesäßmuskeln kannst du nach hinten wegziehen. Und lass dein Becken wieder ankommen. Und versetz dich nicht mit dem Becken, nur mit dem Brustkorb, so ein bisschen nach links, hin zum gestreckten Bein. Dessen Ferse schiebst du weg. Ja, und jetzt lass dich über so einen gedachten großen Ball auf dem Oberschenkel nach vorn rollen, mit runden Rücken nach vorn kommen. Mal die Arme gar nicht so weit nach vorn bringen, vielleicht an das Schienbein oder Fußgelenk. Ja, und also arbeite mit einem runden Rücken. Nicht lang werden, das kannst du gerne mal probieren, wenn du das Brustbein nach vorn ziehst, dann ziehst du sehr stark die Beinrückseite, also Oberschenkelrückseite lang. Das ist eine sehr sensible Struktur, die ist zwar kraftvoll, aber wir dehnen sie sehr gerne, sehr intensiv mit diesem langen Rücken und das kann eher ja, zu einer Baustelle werden, der Oberschenkelrückseite, besonders da oben am Ansatz zum Sitzbein. Und um dem Rücken ein bisschen mehr Länge zu verleihen, lohnt es sich, sich wieder einzurollen. Ja, dann streckt sich der Rücken mehr, der wird aufgefächerter, aufgeplusterter. Kinn sinkt Richtung Brustbein. Lass dich in diese Haltung sinken, sodass du das Gefühl hast, die gesamte linke Körperseite kann diese wunderbare Länge erfahren. Von der linken Ferse durch die Beinrückseite, über das Gesäß, in die linke Seite des Rückens, über den Nacken, in die Kopfkrone. Der Atem ist dein Anker. Schick ihn in den Rücken. Beobachte, wie der Einatem den Rücken aufplustert, der Ausatem den Rücken sanft werden lässt. Schöpf nochmal so einen ganz, ganz angenehmen Atemzug und komm langsam wieder nach oben zurück. Unterstütz dein rechtes Knie, um den Fuß wieder aufzustellen, das Bein abzulegen. Und wechsel zum linken Bein, Fuß ziehst du zu dir ran. Das Knie lässt du nach außen sinken, nutzt da gerne eine Unterlage, sodass dein Knie sich wohlfühlt, dass es ganz angenehm ist. Dann schieb deine rechte Ferse aktiv von dir weg, lass dein Becken sinken und versetz den Brustkorb so ein bisschen nach rechts in die Richtung des ausgestreckten Beins. Und jetzt stell dir wieder diesen großen Luftball auf dem Oberschenkel vor. Sink mit dem Kinn Richtung Brustbein und runde dich nach vorn. Die Arme gar nicht weit vor. Es geht nicht um die Länge im Rücken. Das kannst du natürlich gerne mal probieren, dich lang nach vorn zu ziehen. Das ist diese moderne Vorbeuge im Yoga, die eher die Oberschenkelrückseite zieht
Und die klassische Vorbeuge ist ein runder Rücken, der diese Dehnung aus der Oberschenkelrückseite etwas weniger intensiv und mehr in den Rücken leitet. Lass dich hier in diese Form fließen. Atme dich dahin. Nimm den Rücken wahr, in seiner Präsenz, wenn du einatmest, in seiner Sanftheit, wenn du ausatmest. Eine sehr schöne Vorbeuge, die generell ja eher so harmonisierend wirken oder sanft wirken. Ja, Vorbeugen haben immer so eine Idee, was abgeben zu dürfen, was man nicht mehr braucht. Vorbeugen haben auch die Erfahrung, dass sie uns beruhigen, dass sie uns näher bringen zu uns selbst und genau diese Qualitäten, diese Ruhe und diese Nähe bitte ich dich aufzugreifen, wenn du dich wieder aufrichtest nach oben. Bitte dich hier einmal die Hände ein Stück nach hinten aufzustellen, die Füße vor dir aufzustellen, die Beine auszuschütteln. Jetzt einfach mal den Beinen nach rechts und links zu schwingen, sodass du dem unteren Rücken so eine kleine, schöne Drehbewegung schenkst. Beobachte auch, wie sich das anfühlt. Gut, und dann lass uns gemeinsam wieder zum Sitz zurückkehren, sodass wir diese Yoga-Praxis beenden und nochmal die Aufmerksamkeit in den Sitz und von dort in den Atemfluss bringen. Also ein gemütlicher Sitz, genau in der Form, die dein yogischer Sitz jetzt für dich einfach passend macht. Und wenn du den hier eingerichtet hast, dann leg diesmal die linke Hand in die rechte Hand hinein, erlaub den Augen sich zu schließen und trete nochmal diesen Schritt zurück zu dir selbst, in die Begegnung zu dir. Der yogische Sitz, dass da diese beiden Qualitäten entstehen, Stabilität und Ruhe nach unten, der Boden ist ja wieder für dich da, der ist immer für dich da, auch hier im Sitzen. Und immer wenn du ausatmest, dann schafft diesen Anker, diesen Ruhepol nach unten. Das gibt dir dieses physische Gefühl, anzukommen. Das ist ja was, was in der Welt gar nicht mehr so leicht ist, dieses Gefühl. Wir sind immer so oft so getrieben, ja, durch die Aufgaben, durch die Erwartungen, durch die Rollen, die wir haben, durch die Dinge, die wir so erledigen und abarbeiten müssen. Und das ist oft so beschleunigend, oft so dynamisch. Und deswegen sind solche Momente des einfach nur Daseins so wichtig, so wertvoll in der Moderne geworden. Mit dem Ausatmen einfach da sein. Sein. Jedes Mal neu. Und mit dem Einatmen darf so eine innere Größe, eine innere Leichtigkeit entstehen. Eine innere Freiheit. Einatmen nach oben, diese Freiheit, auch diese Größe, die du hast, die du in dir trägst. Lass sie mit dem Einatmen sich entfalten. Denn wenn du ausatmest, hast du immer wieder die Basis unter dir, die Sicherheit, die Geborgenheit im Moment. Und wenn du dir erlaubst, der Atmung Freiraum zu schaffen, wenn du sie nicht versuchst zu kontrollieren, nicht eingreifst in den Atemfluss, sondern einfach einen Schritt zurücktrittst und dich beim Atmen beobachtest, dann ist das auch was Wunderbares.
mal Verantwortung abzugeben und zu schauen, was die Atmung daraus macht, wie sie sich findet zu einer Harmonie im Atmen. Wir müssen nicht immer Dinge kontrollieren, wir können sie auch mal abgeben und ein Vertrauen darauf finden, dass das Atmen uns selbst atmet. Wir bekommen was geschenkt, wenn wir die Atmung freilassen. Wir bekommen etwas mehr Harmonie im Atem geschenkt. Wir werden geatmet. Das ist ein ganz wichtiger Perspektivwechsel. Ich werde geatmet. Ich kann das genießen. Ich bin hier und jetzt. Ich werde geatmet. Ich bitte dich, diese innere Präsenz zu bewahren, deinen Atem zu bewahren, der dich durchdringt, der dich immer wieder als Werkzeug zu dir bringt, auf diese Reise nach innen zu dir selbst, denn dein Atem ist in dir zu Hause. Bitte dich einfach immer wieder Möglichkeiten im Alltag zu finden, vielleicht am Morgen oder zwischendurch oder am Abend. Einfach mal dem Atem Raum geben. Beobachten, wie er dich durchströmt, wie er dich atmet und dadurch in diese bewusste Begegnung und den bewussten Kontakt zu dir zu gehen. Einfach für dich da zu sein, für den Moment. Ganz für dich, ganz geborgen. Wenn du magst, kannst du gern noch hier bleiben. Ich möchte doch gleich wohl gemeinsam diese Praxis mit dir zu Ende bringen erstmal. Vielleicht magst du im Anschluss noch einfach ein bisschen bleiben. Bring zunächst die Hände vor deinem Raum, deines Herzens zueinander. Das ist eine wunderschöne Geste. Eine Geste des Dankes, besonders dir selbst gegenüber für die Zeit, die du dir schenktest. Und das Vertrauen, das du dir gabst. Atme beim nächsten Mal bitte tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus. Mach einen weiten Bogen über die Seite mit den Armen hoch über den Kopf. Atme aus, bring die Hände zueinander, senk sie vor die Stirn, den Mund und das Herz. Und nochmal bitte einatmend die Arme ausbreiten, einen Bogen nach oben machen. Und im Ausatmen die Hände vor die Stirn, den Mund und das Herz zurücksenken. Wenn es für dich passt, dann schenk dir gern ein Verneigen. Ein ganz tiefes Danke dir selbst gegenüber. Und dann lass uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Ich danke dir, dass du dir Zeit schenktest, nicht nur für dich, sondern auch für mich, dass du dir und mir das Vertrauen gabst. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wünsche dir immer wieder einen guten Anker im Alltag. Eine Verbindung zu dir selbst, die dich nährt. Vielen Dank. Namaste.